So, ich hoffe, man sieht mich schon. Ah, schöne Stream-Action hier. Wieder ein bisschen StarCraft zocken. Mal gucken, dass alles so funktioniert, wie ich es gern hätte. Da. So, das Ganze lädt. Ich hoffe, dass es jetzt mit dem Mikro funktioniert. Es gab gestern etliche Probleme mit dem Mikrofon. Das Ganze. Mal gucken, ob es jetzt hinhaut. Ich hoffe doch sehr, dass es funktioniert. Und es gibt natürlich StarCraft 2, falls ich es noch nicht gesagt hatte. So, da sind wir. Gehen auf Kampagne. Ja, es ist halt ein bisschen ärgerlich, wenn man das Ganze eigentlich als Let's Play noch mitmachen will, ja. Und dann der Ton halt die ganze Zeit hoch und runter springt. Das heißt, ich muss oder bin jetzt gezwungen, die ganzen Missionen offline oder nicht im Stream nochmal neu aufzunehmen. Und dann eben hochzuladen auf YouTube. Ist aber nicht schlimm. Dann machen wir das halt eben nochmal. Haben wir sonst nichts zu tun. So, Tanz auf dem Vulkan. Das hatten wir gemacht. Das war eine ziemlich coole Mission. Die haben wir auch geschafft. Können wir mal fortfahren machen. Warum willst du nicht? Sehr schön. Ich denke mal, Arsenal und alles hatten wir ja noch gemacht. Ich hatte gespeichert. Soll ich vielleicht Spiel laden? Ich lade mal kurz. Einfach nur in der Hoffnung, dass dann alles gemacht wurde. 145.000 Credits. Anscheinend nicht. Wir gucken nochmal. Sicherheitshalber. Die letzten Punkte hier noch hoch. Nein, dann hatten wir da nichts mehr. Das hat das funktioniert. Schiffsmesse. Nein, zu dem wollte ich nicht. Ach, verdammt. Ich wollte zum Arsenal. Also wenn irgendwelche Probleme da sind mit dem Mikrofon, weil es wieder hochspringt auf 100, bitte Bescheid geben. Wäre ultra nice. Ah, genau. So viel Geld haben wir noch, weil wir die zwei Klassen nicht mögen. Helion auch uninteressant. Bunker ist jetzt eine gute Frage. Reichweite plus 1 ist nice. Oder zwei Plätze. Ich glaube, den Bunker werden wir noch ein paar Mal benötigen. Und für 40.000 können wir auf jeden Fall eine erhöhte Reichweite nehmen. Zwei Bunkerplätze wäre auch nicht verkehrt. Machen oder nicht machen? Ich glaube, wir machen es erstmal nicht. Gehen auf die Brücke. Gehen hier auf die Mission. Wir haben zwei weitere Missionen gekriegt. Das hatten wir ja gesehen. Belshir und Tarsonis als die nächsten Quests. Monlith ist ja immer noch die Hauptquest. Deswegen lassen wir die erstmal aus. Immer noch aus. Ich überlege, welche machen wir. Auf Belshir gibt es. Das hatten wir gestern schon gehört. Oh, die Goliath kriegen wir dann. Die sind nice. Das würde ich eigentlich als Wir haben nächstes machen. Berichte über eine neue Bergungsoperation der Liga auf Tarsonis erhalten. Sie haben eine große Anzahl an Versorgungszügen in Betrieb genommen und nur minimale Sicherheitsvorkehrungen für sie getroffen. Okay. Wenn wir die Züge abfangen und die Ladung Ich weiß, was für eine Quest das ist. Sind beide tatsächlich sehr nice. Ich hoffe, dass keine von beiden verschwindet, wenn wir uns jetzt anders entscheiden. Ich würde nämlich die hier gern machen. Sammeln Sie. Oh Gott. Terras Zingas auf Belchia. Was ist das? Terra? Terra Zingas. Alles klar. Ich glaube, das machen wir jetzt auch. Ich glaube, das ist eine etwas schwierigere Quest. Da sind wir, Mann. Ist doch viel hübscher aus Redstone, oder? Ich kämpfe lieber nicht gegen die Protoss, wenn ich es vermeiden kann. Nicht einfach gegen welcher Protoss? Fanatiker, die Tal'Darin genannt werden. Sie glauben, dass das Terrazen heilig ist. Ein Geschenk der Zelnaga. Wenn die Tal'Darim aus der Luft angreifen, sind wir geliefert. Swan,
Lade die Goliath-Pläne hoch. Wenn ihre Luftabwehrraketen noch etwas taugen, haben wir vielleicht eine Chance. Alles klar, Cowboy. Ich lade die Pläne in die Fabrik, sodass wir mehr bauen können. Mann, die Dinger nach all den Jahren wiederzusehen. Wie kommen wir an das Terrazin? Siehst du diese Altäre? Die Mystiker der Taldarin stellen sie auf, um das Terrazin einzusammeln. Wir müssen nur die Kanister abgreifen. Unsere WBFs können das Terrazin abtransportieren. Wir müssen sie nur dabei beschützen. Mit ein bisschen Glück haben wir, was wir brauchen, bevor die Taldarin uns bemerken. Na dann, los geht's. So, mal gucken, ob das Mikrofon hochspringt. Gleich. Okay. Ja, Goliath. Neue Klasse. Willkommen im Dschungel heißt die Mission. Schauen wir mal, was die Klasse so hergibt. Wir können ja mal gucken. Mikrofon ist noch nicht hochgesprungen. Bin sehr begeistert, also wurde es anscheinend gefixt. Oder habe ich es anscheinend gefixt. Sehr nervig. So. Steuerung 1. Was machen wir hier? Die brauche ich beide nicht. Hier bei diesen Koordinaten kannst du das Terrazin finden. Okay, der haut das jetzt komplett hier rein. Wir brauchen das Leben etwas erleichtern. 7 Stück. Unsere WBFs können die Terrazinkanister abtransportieren. Okay, die dürfen wir auch keine 7. Wir werden eine Weile brauchen, bis sie die Kanister eingeladen haben. Also passt bloß gut auf sie auf. Es sind 13. Das heißt, theoretisch müssen wir um das letzte Ding fighten. Gut. Kaserne auf 2, das auf 3. Maschinendock haben wir auch schon. Ach, ich bin so schlecht. Gut. Muss man sich ja erstmal an allem angewöhnen hier. So wie man sieht, Gegner kommen anscheinend mit Flugeinheiten. Wir haben schon Geschütztürme. Beziehungsweise einen Turm. Sehr nett. Es gibt hier Forschungen zu sammeln. Die müssen wir finden. Erweiterung fertiggestellt. Wir können ja mal kurz Patrouille laufen, so ein bisschen. Um uns umzuschauen. Wir brauchen Sanitäter und Marines. So, wir können Goliath bauen. Theoretisch auch Helions. Die Helions bringen aber nicht so viel. Gegen Protoss, habe ich das Gefühl. Goliath ist eine ultra nice Klasse. Die können wir immer gut gebrauchen. Nur, dass wir immer schön WBFs bauen. Und machen uns irgendwann mal auf den Weg, um nach vorne zu gehen. Sehr gut. Ich brauche auf jeden Fall noch eine Kaserne. Ich überlege, die jetzt schon zu bauen. Beziehungsweise gleich zu bauen. So, jetzt brauche ich schon... Ja, ist okay, ja, ist okay. Baut mal schnell ab. So, geht. Also, ich brauche ein Versorgungsdepot. Mehr. Ja, ich weiß. Spiel. Dass ich zu viel wieder bauen will. So, hier haben wir das erste Terrazin-Ding. Das können wir eigentlich demnächst einsacken. Allerdings... Wie gesagt, gibt es hier noch Protoss-Forschungen zu finden. Empfangerübertragung. Oh. Dieser Boden war den Taldarin schon heilig, weit bevor Terraner das All bereisten. Ihr müsst sofort umkehren. Immer langsam. Wir brauchen nur ein bisschen von dem Gas hier. Dann sind wir auch schon wieder weg. Nein. Ihr werdet den Hauch der Schöpfung nicht beschmutzen. Taldarin-Krieger, exekutiert alle, die unsere Altäre entweihen. Die Protoss machen mobil, Sir. Nice. Sie werden unsere WBFs aufs Korn. Das erste Protoss-Relikt eingesammelt. Hat der uns nicht angegriffen? Wir konzentrieren uns besser auf einzelne Abbaugebiete und aber die haben sich jetzt platziert. Okay, die haben sich jetzt platziert. Ja, die patrouillieren schon. Oder stellen sich schon mal auf. Aber ich würde gerne die ganzen Protoss-Relikte mitnehmen. Auch mehr WBFs. Oh, planetare Festung. Müsste ich eigentlich machen. Mache ich wahrscheinlich auch als nächstes. Einfach für den Fall, wenn ich gerade
rauslaufe mit den ganzen Truppen. Auch hier, um das erste einzusacken. Beziehungsweise theoretisch müsste ich das hier stehen lassen, das erste, und verteidigen. Gut. Das erste stehen lassen und verteidigen, damit wir das abgreifen können als letztes. Na, die laufen schon zum ersten Punkt. Ja. Und das müssen wir natürlich verhindern. Also man sieht, wie lange es dauert. Bis dahin können wir die auf jeden Fall angreifen. Na toll. Die Tal'Darim versiegeln die Terrazin-Altäre. Die sollen sich mal alle kurz hier treffen. Kommen wir nicht mehr ran. Da kommen wir nicht mehr ran. Weitermachen können wir nicht mehr genug sammeln. Alles klar, Rainer. Jo, abgefangen. Wir können währenddessen auch schon mal ein bisschen vorgehen und Action machen. Die zerstören. So. Gut. Wir gehen wieder zurück. Das Problem ist, dass ein WBF die Goliath reparieren muss. Ich glaube, ich werde auch einen hier vorne hinstellen, beziehungsweise einer sollte eh immer mit denen laufen zum Abtransport des Terrazingases. Ich brauche mehr Einheiten. Ich merke schon, ich habe hier so ein kleines Problem schon wieder mit den Einheiten. Haut aber hin. Noch. Solange wir sehen, wenn die da hinlaufen und das abtransportieren, können wir eigentlich schnell genug agieren. 250. Okay. 250 kosten die Warpicks. Die würde ich gerne mitnehmen. Als nächstes. Müssen wir noch kurz abwarten, bis wir die 250 haben. So, gehen wir weiter auf Vespingas. Die Dinger runter. Ich habe jetzt eigentlich schon eine gute Einheitenflotte. Nice, die Warpicks haben wir jetzt auch. Viel mehr WBFs. Und eine zweite Kaserne. Wir stellen uns mal weiter hier vorne auf. So. Ah, der WBF muss mit. Der zieht nicht unter F2, das ist ein bisschen ärgerlich. So, machen wir mal die Punkte hier hin. Die zwei können hier hoch. Ja, ist okay. Ich bin zu langsam schon wieder. Oh Gott, dauert das lang. So. Planetare Festung baue ich als nächstes hoch. Oh shit. Nein, 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 mach den nicht. Ich glaube, ich sollte mich eher hier oben postieren und die abfangen. Weil die werden wahrscheinlich der Reihe nach versuchen zu gehen und die Dinge abzugreifen. Ich bleib's mal hier hinten. Ich kann die ja noch ein bisschen warten lassen, das ist ja witzig. Jetzt habe ich den WBF nicht mitgenommen. Ich glaube, jetzt können wir mal eingreifen. Sehr nice. Aber das vereitelt. Die haben hier eine Base stehen. Das macht es jetzt ein bisschen schwieriger für uns, um da Action zu machen. Wir müssen allerdings die Pylonen zerstören. Das reicht vollkommen, um die Gebäude auszuschalten. Merkt, es ist nicht ganz so einfach. Schnell zerstören. Dann hören die Türme auf zu schießen. Yes. Dann können wir die Basis zerstören. Und theoretisch sogar einnehmen. Eine eigene Basis hinstellen. Ich glaube, das werden wir auch machen. Dann gleich. Ich hasse Protoss Gebäude. Weil die
immer eine zusätzliche Panzerung haben. Also Pylon zerstören. Eigentlich können wir jetzt gemütlich hier eine Basis bauen. Und die verteidigen. Ich glaube, wir laufen erstmal zurück. Ich brauche nämlich noch Einheiten. Und eine zweite Kaserne immer noch. Ich glaube, wir bauen sogar direkt zwei. Das sollte gut sein. So, nehmen wir mal Goliaths mit. Versorgungsdepots brauche ich auch noch, aber ich müsste hier eine zweite Base stellen. Eigentlich müsste ich jetzt versuchen, die ersten vier Punkte hier unten einzunehmen. Machen wir das auch mal. Das heißt, der erste Punkt sollte gar kein Problem darstellen. Den nehme ich mal mit zum Eskortieren. So, der baut gemütlich aus. Das dauert noch eine Weile. Bauen wir mal einen Goliath mehr. Der braucht noch ein bisschen zum Bauen. Versorgungsdepot ist okay. Oh, nee. Oh, nee. Nicht da hinten. Oh, fuck. Ich weiß, ich kenne den Laufweg jetzt nicht von den Leuten. Ah, hier hinten rum. Gut. Jetzt kann ich natürlich nicht weiterbauen. Das ist ärgerlich. Wir warten, ob die Leute da sind. Das sollte reichen. Sehr nice. Oh, shit. Die waren unsichtbar. Oder sind gespawnt, wie auch immer. Ich habe den ersten Kanister abgeklemmt, Sir. Sehr nice. Ich bringe ihn jetzt zur nächsten Kommandozentrale. Wieder zurück. Warum ist der... Hat der WBF aufgehört hier zu bauen? Steht er noch da? Nee. Gute Arbeit. Der erste Kanister ist voll. Irgendwas hat nicht gepasst. Ich merke, dass ich immer noch ein Versorgungsdepot-Problem habe. Was ich nicht auf die Reihe kriege. Steuerung 2 auf 2. Tech-Labor. So, das erste haben wir. Dann kann der schon mal zum zweiten laufen mit der gesamten Mannschaft. Ich brauche die zweite Base. Kann sein, dass der sich wieder hier eingenistet hat. Ich kann mal kurz mit einer Einheit vorlaufen und mir das angucken. So, drei Relikte gibt es. Drei Protoss-Relikte. Wir haben jetzt aktuell nur eins gefunden. Müssen wir gleich mal suchen. Und hat er sich aufgebaut wieder? Nee, also er lässt es komplett stehen. Das ist gut zu wissen. Erweiterung fertiggestellt. Hier runterbauen. Hier die Erweiterung dran. So, ich glaube, wir können mal... Ups, weitersuchen. Ja, er wollte uns aufhalten. Kann er knicken. Ich glaube, ich weiß, wo noch ein Relikt auf jeden Fall ist. Oh, ich sehe schon. Ich muss den Pylon kriegen. Zuerst. Nein! Pylon verkackt. Ah, steht noch ein Pylon. Ah, okay. So, da wollten sie gerade raus, ausschwärmen und ein Terrazin-Gas holen. Nice, das haben wir zum Glück abgehalten. Sehr gut. Ah, sehr gut, ist jetzt relativ, sagen wir mal, okay, was hier passiert ist. Da haben wir ein Relikt. Nice, Relikt Nummer 2. So, Einheiten bauen. Bis der Arzt kommt. Und weiter ausschwärmen. Ein Relikt müsste, glaube ich, hier hinten sein auf der Map. Wir haben zwei Terrazin-Gas-Dinger schon gekriegt.
Wenn wir das dritte Relikt haben, können wir eigentlich beenden. Oh, fuck, hier oben schießen sie. Okay, die haben hier eine Base. Die haben da eine Base. Und solange sie rauskommen, ist gut. Der eine Turm ballert uns noch ab. Und die Base wird angegriffen. Einheiten bauen. Ich laufe gerade durch allem durch. Scheiße, wir haben ein kleines Problem hier. Alter. Ich hätte nicht so krass ausschwimmen dürfen. Merke ich gerade. Das war ein Riesenfehler. Das hat jetzt meine Einheitenzahl deutlich minimiert. Shit. Fuck. Ich brauche eine zweite Base. Merke ich gerade. Oder einfach mehr WBFs. Das könnte es auch sein. Der hat mich hier dumm abgefangen. Ach, Mann. Und die Base von denen hat mich irritiert. Ausreden über Ausreden, ich weiß. Wir bauen mal zwei Terrazin-Gas-Container-Kanister ab. Weil wir es können. Stellen uns dahin mit der gesamten Mannschaft. Und bauen uns wieder auf. Ich brauche auch mehr Goliaths. Ich brauche mehr alles. Ich brauche sehr viel. Gerade. Du baust Terrazin von zwei Orten gleichzeitig ab. Oh, weil ich es kann. Digga, ich hab's drauf. Damit wird's natürlich schwieriger, uns die Tal so, die laufen selbst jetzt zum aber einen Punkt. Schneller sind wir von diesem Felsen wieder runter. Da interrupten wir kurz. Kriegen wir hin. Übertragung. So leicht werdet ihr nicht den Hauch der Schöpfung stehlen. Oh, und ab. Seid vorsichtig, sie schicken ihre Schiffe rein, um eure WBFs auszuschalten. Schießt sie ab oder wir sind geliefert. Shit, jetzt machen sie meine WBFs kalt. Dumme Penner, nur weil ich... Das sind Penner. Da hab ich ge... Ach, das... Da haben sie mich ausgetrickst, ey. Sir. Unseren WBFs geht's an den Kragen. Wir brauchen eine stärkere Eskorte oder feste Verteidigungslinien Ruhe. Zu ihrem Schutz. Da haben sie mich ausgetrickst. Oder da habe ich mich austricksen lassen, da ich mit denen mit rausgelaufen bin. Hätte ich nicht machen dürfen. Habe ich WBFs verloren. Schwachsinnig. Jetzt kommt nochmal ran. Jetzt traut euch nochmal hierher. Oh, ich merke schon, ich habe zu viele Sanitäter und zu wenig Marines. 52. Auch auf die Map. Jetzt müssen sie gleich wieder kommen und angreifen. Eigentlich. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann. Ja, da kommen sie schon. Da kommen sie mit Einheiten. Oh, jetzt wird ja noch zugespammt. Och, Mann. Was machen sie jetzt? Jetzt wollen sie mich angreifen, oder? Ja. Okay. Wollten... das aufhalten. Keine Ahnung, was ich gemacht habe gerade. Hier unten. Und der dritte, das läuft sehr gut. Weiter so. Alter. Über die Hälfte der Kanister haben wir schon. So. Zweite Base. Müsste ich aufstellen. Und den dritten. Ihr wisst schon. Suchen.
dritte Protoss-Relikt. Ich gehe mit dem WBF mal hier hin, um eine zweite Base zu bauen. Ich suche mal das dritte Relikt, uns fehlen ja noch drei. Ist hier irgendwas? Da kommen sie. Und wollen unsere Base wieder angreifen. Ja. Ah, nice. Nochmal interrupted. Geil. So, der WBF kann da mal bauen. Ja, nice. Sind wir rechtzeitig in der Nähe. Oder gut in der Nähe. Um die da aufzuhalten. Und dann müssen wir mal hier hochlaufen. Protoss-Relikt wird noch gesucht. Noch eins. Okay, die kam ohne Eskorte. Das ist auch mutig. So, wir gehen mal hier lang. So, das Relikt ist hier hinten. Ja, da ist es. Nice! Dann haben wir alle drei Relikte. Oh, die könnten uns treffen. Macht den Pylon kaputt. Yes. Das Ding kaputt machen. Jawohl. Funktioniert. Jetzt wird zurück und die letzten Teile uns schnappen. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. Okay, das ist natürlich unpraktisch. F2. Okay, ich sollte, glaube ich, in meinem Angriffsmodus hier langlaufen. Also hier sind die letzten drei Punkte, die schnappen wir uns ganz gemütlich. Und dann sind wir durch. So, du kannst auch mit. Du gehst dann sogar nach hier oben. Splitten wir mal. So ein bisschen. Gut. Dann hat sich das Ganze ja sogar schon gelegt. Wir brauchen noch drei Stück. Die Protoss haben kein einziges gekriegt. Und wir haben alle Protoss-Relikte. Ich glaube, noch geiler könnte die Mission gar nicht laufen, wobei wir sehr oft Mist gebaut haben. Bringt euch nichts, Jungs. Nicht, wenn ich drei... Oh, da kommen sie wieder. Haben wir uns gut im Weg. Funktioniert. Da kommen noch Einheiten, da stehen Einheiten, da auch. Gar kein Problem für uns. Bis hierhin. So, der hat das abgebaut. Ah, nice, der bringt es sogar zu dem Punkt. Das ist auch geil. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. So, da kommt nochmal ein größerer Angriff. Das können wir hiermit interrupten. Ihre Streitkräfte werden angegriffen. So, wieder zurück. Den safen. Ah, jetzt kann ich die ganze Mannschaft nehmen. Da haben du und deine Reader auf jeden Fall nicht zu viel versprochen. Nice. Jetzt passiert gar nichts mehr. Ein einziger Kanister. So, der bringt es auch noch zurück. Mal gucken, dass Mineralien runtergehen. Geschafft. Das war der letzte Kanister. Jungs, wir sollten unser Glück nicht noch länger herausfordern. Sehr schön. Hat funktioniert. Willkommen im Dschungel geschafft. 120.000 Credits bekommen.